Schmöllnerinnen und Schmöllner, ich möchte aktuell berichten, was sich heute an neuen Informationen ergeben hat, die für Sie wichtig sind. Wie Sie wissen, sind mittlerweile 11.000 Menschen in Deutschland von Corona betroffen, auch nachweislich. Im Altenburger Land nach unseren Erkenntnissen derzeitig 5 Personen. Heute tagten die Ordnungsamtsleiter im Landratsamt, um sich auch auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir selbst haben heute die 3. Sitzung unseres städtischen Krisenstabes absolviert. Ich will an der Stelle vielleicht ein paar wichtige Informationen geben, um es auch kompakt zu gestalten. Ich denke, wichtig für Sie, wenn Sie auch weitere Nachfragen haben zum ganzen Thema Gesundheit, wie lasse ich mich testen, muss ich mich testen lassen, hat der Landkreis eine Hotline eingerichtet, die da lautet 03447586888. Für alle weiteren allgemeinen Fragen zur Corona-Pandemie hat der Landkreis eine Nummer eingerichtet, die da lautet 03447586333. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Wir haben bisher noch keine neuen Verordnungen oder Allgemeinverfügungen erhalten, außer denen, die Sie auf der Homepage oder auch auf den Facebook-Seiten der Stadt Schmölln finden. Ich bitte Sie, sich auch zu informieren an den Schaukästen, an den Anschlagtafeln auf den Ortsteilen. Wir wollen versuchen, auch möglichst analog die Informationen in die Ortsteile zu streuen, dass Sie auch ganz einfach in den Ortsteilen informiert sind. Ansonsten hat Wirtschaftsminister Tiefensee vor einer guten Stunde mitgeteilt, dass Soforthilfen für die Wirtschaft vorbereitet werden und dass im Rahmen eines Nachtragshaushaltes im April, Anfang April, gegebenenfalls auch schon bereitgestellt werden kann. Soforthilfen meint 5.000 Euro für Unternehmen bis 5 Beschäftigte, 10.000 Euro für Unternehmen bis 10 Beschäftigte und 30.000 Euro für Unternehmen bis 50 Beschäftigte. Wenn es auch dazu Konkreteres gibt, werden wir informieren. Und ich möchte Sie auch noch darüber informieren, dass die Risikogruppe derjenigen, die in relevanten Bereichen, relevanten Berufen arbeiten, erweitert worden ist. Das heißt, es kann gegebenenfalls auch dazu führen, dass auch weitere Kinder in unsere Kitas zur Betreuung abgegeben werden können. Sie finden Hinweise und das Formular, was auszufüllen ist, was wir heute erstellt haben, auf der Internetseite www.schmölln.de und sicherlich auch über die jeweilige Kindertageseinrichtung. Da wir nicht wissen, inwieweit sich die Geschäfte oder inwieweit sich die Gefahrenlage noch verschärfen wird, das heißt noch neue Verordnungen, neue Allgemeinverfügungen herausgegeben werden, die zu weiteren Schließungen von Einrichtungen führt, bitte ich Sie eindringlich, nutzen Sie alle Medien, die Sie haben, um sich zu informieren. Zeitungen, Anschlagtafeln, das Internet, die sozialen Netzwerke oder auch Fernsehen und Radio. Ich bitte Sie auch, schauen Sie auf Ihre Nachbarn, helfen Sie, wo Sie helfen können. Nutzen Sie gegebenenfalls auch das Angebot des Bürgerservices der Stadtverwaltung, bei dem vermittelt wird zwischen jungen und alten Menschen, die eben ihre Hilfe brauchen. Ansonsten, ja, seien Sie ganz einfach aufmerksam, schützen Sie sich vor allen Dingen selbst und seien Sie in dieser Stunde, in diesen Momenten solidarisch. Danke und bis zum nächsten Mal.